Mädchen, was ist denn mit Ihnen los? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Erst wird meine Schwester ermordet und jetzt ist auch noch meine Mutter weg. Wie weg? Als ich gestern von der Schule nach Hause gekommen bin, war sie einfach nicht mehr da. Eine Nachricht oder so habe ich auch nicht gefunden. Muss bestimmt irgendwas Furchtbares passiert sein. Man muss ja nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen, ne? Ich meine, ihre Mutter steht mit Sicherheit auch wegen des Todes ihrer Schwester total unter Schock. Und vielleicht braucht sie jetzt einfach auch ein bisschen Zeit für sich und hat sich zurückgezogen. Ich wünsche mir so, dass sie recht haben. Mit Sicherheit haben sie es denn schon mal auf dem Handy von ihr versucht. Ja, Mama hat ein Handy, aber es benutzt sie nie. Es liegt zu Hause in der Schublade. Ja, ich weiß nicht, also beruhigen Sie sich erstmal. Würde es Ihnen irgendwie weiterhelfen, wenn wir gemeinsam die Polizei informieren? Bei der Polizei war ich ja schon. Ja und? Ich meine auch, dass sie noch abwarten soll. Sehen Sie. Ich verstehe das einfach nicht. Meine Mutter wird mich doch nie ohne irgendeine einzige Nachricht zu Hause sitzen lassen. Ihr muss was Furchtbares passiert sein. Als es darum ging, Dorins Mörder zu finden, hat sie doch auch nicht locker gelassen. Was, wenn jetzt auch noch Mama? Beim nächsten Vollmond, würde ich sagen. Vielleicht haben sie doch den Falschen angeklagt. Vielleicht ist doch dieser Vampir-Typ der Mörder. Der hat auch noch Mama umgebracht. Das Wichtigste ist, dass Sie sich jetzt erstmal beruhigen, okay? Ich muss jetzt leider in die Verhandlung. Ich werde Herrn Seeloff vorbeischicken, ja? Bleiben Sie ruhig. Herr Seeloff, können Sie bitte mal kommen? Frau Staatsanwältin, was gibt's denn? Herr Seeloff, könnten Sie sich bitte um Frau Winkler kümmern? Ich muss leider in die Verhandlung. Bis gleich, ich schon, ja? Danke. Frau Winkler, was ist denn los? Wissen Sie, ich habe ja erstmal, schauen Sie mal, erstmal ein Taschentuch für Sie. Norman Baum, geboren 12. Mai 1967 in Ingolstadt, wohnhaft in Pfulheim, verheiratet Rohrleitung Schlosser und seit dem 6.7.2010 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2010 verschaffte sich der Angeklagte gegen Mitternacht mit einem im Vorgarten versteckten Zweitschlüssel Zutritt zum Haus seiner Nachbarn, der Familie Winkler in Pfulheim. In der Küche des Hauses packte er die 21-jährige Doreen Winkler am Hals und würgte sie bis zum Tod. Damit wollte er sie als Zeugin einer zuvor von ihm begangenen Straftat ausschalten, deren Umstände bis heute nicht geklärt sind. Der Angeklagte wird deshalb des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 Strafgesetzbuch. Die Anklage haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Sicher, sicher. Ich meine, das ist doch reichlich absurd, was hier geschieht, ja? Also ich meine, ich habe Doreen hier nebenan aufwachsen gesehen, ja? Ich habe dem Kind früher die Schaukel repariert, ich habe ihr sogar Fußballspielen beigebracht, ja? Also ich wäre doch wohl im Zweifelsfall der Letzte, der dem Kind was tun würde, ja? Also absurd ist das, was da passiert ist, leider nicht. Ich möchte Ihnen oder mit Ihnen zuallererst allerdings über das sprechen, was Doreen Winkler einen Tag vor ihrem Tod gegenüber bei Ihnen im Haus beobachtet haben will. Ach, ich bitte Sie, jetzt kommen Sie mit diesem Unsinn wieder. Naja, Unsinn. Sie soll ihrer Mutter und ihrem neuen Freund kurz vor ihrem Tod noch erzählt haben, dass sie gesehen haben will, wie einen Tag vorher, also am 1. Juli, sie in ihrem Wohnzimmer jemand erschlagen hätten. Ich kann es wirklich langsam nicht mehr hören. Ja? Also ich habe zigmal erklärt, dass ich in meinem Wohnzimmer einen Golfsimulator habe, ja, mit dem ich am Abend rumgespielt habe. Ja, Doreen wird wahrscheinlich durch die Stoffrolos einen Schatten gesehen haben, als ich mit dem Schläger gerade ausgeholt habe. Ich kann mich nicht für dumm verkaufen, ja? Doreen Winkler ist ja wohl nicht irgendwie durch Zufall plötzlich eine Nacht darauf gestorben oder erwürgt worden. Also, jetzt hören Sie mal zu. Ich habe weder jemanden erschlagen, noch habe ich Doreen erwürgt, ja? Also, es bleibt dabei. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, Sie haben sich nicht zu Schulden. Sie sind der liebe nette Nachbar, ja? Jetzt passen Sie mal auf, es ist kein Zufall, dass sehr häufig die Täter unmittelbar aus dem unmittelbaren Umfeld der Opfer stammen. Sei es der liebe nette Nachbar, wie Sie es sein wollen, ja? Oder der nette Onkel. Ja? Komischerweise sind es ausgerechnet oft diese Personen, die sich als skrupellose Täter herausstellen. Ja? Man sieht diesen Menschen nämlich dummerweise von außen nicht an, wie sie innerlich ticken. Auf welche Schiene wollen Sie mich denn jetzt gerade schieben? Nicht kapiert. Ja? Also, auf die Täterschiene. Ich bleibe nächster dabei. Vorhalt. Ja? Laut polizeilicher Aussage Ihrer Ehefrau sollen Sie am 2. Juli, schon am frühen Morgen, den Wohnzimmerfußboden gewischt haben bei Ihnen im Haus. Ist es richtig? Ja, ja. Ich wische öfter das Laminat im Wohnzimmer. Ich teile mir mit meiner Frau die Hausarbeit. Sie haben doch bitte schön an diesem Morgen nicht einfach so Ihre Hausmannspflichten erfüllt. Erzählen Sie mir doch nichts, ja? Sie haben den Boden gewischt, weil Sie Spuren beseitigen wollten. Also,
mit Verlaub, aber ich glaube, Sie sehen ein bisschen viele Krimis, oder? Ich glaube, Sie haben ein bisschen viele Krimis gesehen. Erzählen Sie mir doch bitte schön nicht, dass Sie morgens um 7.30 Uhr Ihren Laminat pausenlos wischen. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich bin mir absolut sicher, dass Sie etwas ganz anderes Furchtbares auf dem Kerbholz haben. Und dass Doreen Winkler sterben musste, weil sie dahinter gekommen ist. Ja? Sie haben, davon bin ich absolut überzeugt, mindestens zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Frau Staatsanwältin, Sie haben nur eine Tötung angeklagt. Weil Sie genauso gut wie ich wissen, dass es für Ihre abenteuerliche Theorie vom sukzessiven Doppelmord überhaupt keine Beweise gibt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Naja, und ich meine, also wenn Ihnen schon die Fantasie durchgeht, dann sollten Sie sich vielleicht auch mal mit diesen komischen Bisswunden beschäftigen, die Doreen an Ihrem Hals hatte. Oder beschäftigen Sie sich doch auch mal mit Ihrem abartigen Freund, mit diesem, na, wie heißt der? Bela Tamari. Richtig. Der hat nämlich zufälligerweise, Herr Vorsitzender, ja, spitz geschliffene Eckzähne und hat ein wahnsinniges Faible für diesen Vampirkult. Dieses Tier hat doch im Zweifelsfall seine Zähne in Doreens Hals geschlagen, hat ihr das Blut ausgesaugt. Also Herr Baum, wenn Sie so weitermachen, kriege ich auch gleich spitze Eckzähne. Ja, wir sind hier nicht im Kino. Das würde ich gern vermeiden, Frau Staatsanwältin. Ich auch. Wir wollen auch ernst bleiben laut Obduktionsbericht. Es steht aber ganz klar fest, dass das Opfer erwürgt und nicht totgebissen wurde. Ja, und außerdem die Bisswunde am Hals, die man ja hier auch, denke ich, auf den Tatortfotos kennen kann, ist laut rechtsmedizinischem Gutachten bereits ca. 24 Stunden vor ihrem Tod ihr zugefügt worden. Und für die Tatzeit hat übrigens der Bela Tamari ein Alibi. Ja, das meiner Meinung nach nicht stimmt. Allein die Tatsache, dass dieser Bela seiner Freundin eine derartige Bisswunde zugefügt hat. Das zeigt doch, dass er alles andere als normal ist. Vielleicht war das am Ende, das vermutet ja mein Mandant, und ich halte das nicht für abwegig, so eine Art Ritualmord. Also ich empfehle doch, dass wir uns diesen Herrn mal genauer ansehen. Ja, da können wir aber detaillierter dann später darüber sprechen, wenn wir ihn als Zeugen vernehmen, den Herrn Tamari. Gibt es im Moment noch Fragen an den Angeklagten selbst? Keine Fragen, danke. Dann nehmen Sie bei einem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Elisabeth Winkler, die Mutter des Opfers, bitte. Herr Vorsitzender, Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass die Frau Elisabeth Winkler noch nicht erschienen ist. Ihre Tochter Vivian sitzt draußen auf der Bank und sie sagte mir, dass sie ihre Mutter schon seit einem Tag ungefähr vermisst. Herr Vorsitzender, das hat mir Vivian vor der Verhandlung auch schon gesagt. Und sie hat vermutet, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist und dass es im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Tod ihrer Schwester steckt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Frau Winkler zur Verhandlung wieder auftaucht. Ist denn die Polizei informiert wenigstens? Gut. Also, Vivian Winkler als nächstes. Die Zeugin Vivian Winkler, bitte. Ja, Vivian, kommen Sie nach vorn. Ihnen geht es offensichtlich nicht so gut. Nein. Meine Mutter ist seit gestern Mittag verschwunden. Die Polizei hat gesagt, ich soll noch abwarten. Aber ich habe Angst, dass der Mörder für meine Schwester jetzt auch noch meine Mutter umgebracht hat. Das ist alles so schrecklich. Also, wenn Ihre Mutter nicht bald wieder auftaucht, dann können Sie sicher sein, dass die Polizei alles Erdenkliche unternehmen wird, um sie zu finden. Die Sorge, die kann ich natürlich verstehen, aber wer weiß, vielleicht gibt es für all das ja auch eine ganz einfache, eine ganz banale Erklärung. Hm? Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist meine Mutter einfach zu viel geworden mit dem Tod von Doreen. Vielleicht braucht sie Zeit, um drüber hinwegzukommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist auch sowas wäre denkbar. Jetzt bleiben wir mal bei Ihnen. Fühlen Sie sich in der Lage, jetzt Ihre Aussage hier zu machen? Ja, geht. Gut. Dann fangen wir mal mit der Belehrung an. Sie müssen ja die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Ja? Sie heißen Vivian Winkler, sind 17 Jahre alt. Sie wohnen in Pfulheim. Sie sind ledig. Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin noch Schülerin. Ich gehe in die 12. Klasse. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Norman ist unser Nachbar. Jetzt würde ich gern auf diese Tatnacht mit Ihnen zu sprechen kommen. Was hat sich da am Abend des 2. Juli abgespielt? Also ich war mit Doreen und mit meiner Mutter auf dem Geburtstag von meiner Tante Ilse, die wohnt eben auch in Pfulheim. Und es war total nett, also wir haben den ganzen Abend Rommi gespielt und irgendwann meinte Doreen dann, dass sie Kopfschmerzen hat und ist aufgesprungen und ist dann, also wollte dann nach Hause gehen. Und wie spät war es da? Ich glaube, das war so ungefähr 11:30. Und dann meinte Doreen noch, dass Mama und ich ruhig da bleiben sollen und Spaß haben sollen. Dann ist mit dem Fahrrad los. Als Mama und ich wieder zurückkam, lag Doreen tot auf dem Küchenfußboden. Nicht so einfach, hm? Entschuldigung, nee, geht schon. Ich will das heute auch so schnell wie möglich hinter mich bringen. Mhm. Wann sind dann Sie und Ihre Mutter wieder nach Hause gekommen? Das war so ungefähr 10:50. Kurz nachdem Doreen auf die Mailbox gesprochen hat. Diese Mailbox-Nachricht vom Handy Ihrer Mutter, die liegt uns ja vor. Nur, dass Sie das schon mal wissen, die werden wir uns auch gleich anhören.
damit Sie darauf vorbereitet sind. Die Nachricht ist am 2. Juli um 23.55 Uhr aufgezeichnet worden. Es ergeht folgender Beschluss. Die Mailbox-Nachricht wird hier als Beweismittel abgespielt. Ich sagte ja gerade, 23.55 Uhr laut Obduktionsbericht ist der Tod bei Doreen Winkler gegen 24 Uhr durch Ersticken eingetreten. Das heißt, der Anruf muss wirklich unmittelbar vor der Tat stattgefunden haben. Herr Baum ist Doreen Winkler in das Haus gefolgt, nachdem sie ihn bei irgendetwas Schrecklichem ertappt hat. Und dann hat er sie in der Küche überrascht. Und so kam es dann zu diesem abrupten Abbruch des Telefonats. Also ich bitte Sie, Frau Staatsanwältin, die Mailbox-Nachricht, die ist doch überhaupt kein Beweis gegen meinen Mandanten. Es ist doch alles viel zu unkonkret. Doreen Winkler kann doch von einer ganz anderen Sache, von einer ganz anderen Person da am Telefon gesprochen haben. Dann kommen wir dann eben zu was anderem Konkreten. Herr Baum, wussten Sie denn, dass der Haustürschlüssel der Winklers sich an dieser Vogeltränke im Garten befindet? Ja, das habe ich gewusst. Aber ich lasse mir von Ihnen deswegen sicherlich keinen Strick drehen, ja? Also, ich meine, die Tatsache, dass ich wusste, wo der Schlüssel lag, ist doch einzig und allein ein Beleg dafür, dass ich ein so gutes Verhältnis zu den Winklers hatte. Ich meine, auch das muss gesagt sein. Elisabeth hat mir immer voll und ganz vertraut. Ja, und dieses Vertrauen haben Sie ja wohl gnadenlos ausgenutzt, oder? Sie sind Doreen Winkler in das Haus gefolgt, nachdem Sie sich diesen Haustürschlüssel an der Vogeltränke geholt haben. Weil Sie Doreen töten wollten, weil Sie erwischt worden sind von ihr, bei irgendetwas Schrecklichem. Ich habe keine Ahnung, aber das werden wir schon noch rausfinden, was es war. Ja? Das ist doch eine Lüge. Und dann haben Sie sie erwürgt. Aber und anschließend haben Sie diesen Schlüssel wieder zurückgetragen zu der Vogeltränke, da wo er immer lag, nachdem Sie Ihre Fingerabdrücke und Spuren daran beseitigt haben. So war es doch. Stunk und erlogen. Herr Baum, im Hause Winkler wurde neben der Toten wurden Haare von Ihnen am Fußboden, am Küchenfußboden sichergestellt. Seltsam, oder? Wieso seltsam? Ja, die sind sicher an diesem Nachmittag bereits dahin gekommen. Ich war an diesem Nachmittag in dem Haus. Wieso? Ich war nachmittags kurz da, weil ich etwas Milch brauchte zum Kochen. Doreen hätte Sie doch niemals in das Haus reingelassen, nachdem sie in der Nacht zuvor scheinbar bei einer Tat beobachtet hat. Ja? Die Haare sind in die Küche gelangt, als Sie Doreen in dieser Nacht gefolgt sind. Da bin ich mir absolut sicher. Also bis jetzt konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie der Täter tatsächlich ins Haus gekommen ist. Jedenfalls Einbruchspuren konnten keine gefunden werden. Eben. Was wohl klar feststeht, dass er erwürgt worden ist. Und der Täter muss wohl solche Anglerhandschuhe getragen haben, die hat die Staatsanwaltschaft sich für den Spurenabgleich besorgt. Ja. Solche Anglerhandschuhe, darauf weisen Abriebspuren am Hals des Opfers von diesem Neoprenstoff hin. Und wie es der Zufall will, hat der Baum ausgerechnet solche Anglerhandschuhe auch besessen. Das hat seine Ehefrau bei der Polizei ausgesagt. Ja, und wie es der Zufall weiterhin will, sind diese komischen Handschuhe auf ominöse Art und Weise plötzlich kurz vor der Tat verschwunden. Wieso? Wo sind die? Die Handschuhe waren alt, waren dreckig, einfach verschlissen. Deswegen habe ich sie weggeschmissen, ist doch ganz klar. Abgesehen davon war das einige Tage, bevor das mit Doreen passiert ist, ja? Die Handschuhe hatten Sie doch schon vor der Tötung von Doreen Winkler an. Das beweisen doch die fremden Blutspuren am Hals von Doreen. Sie haben die Handschuhe entsorgt, um Ihre Spuren zu beseitigen. Also am Hals von Doreen Winkler. Wir haben doch einige verwertbare Spuren hier. Sind neben den anderen Spuren interessanterweise auch fremde Blutspuren sichergestellt worden. Und die Spurensicherung hat die darin enthaltene DNA bisher noch nicht zuordnen können. Keiner Person. Was klar ist aber, dass sie von einer Frau stammen. Einer anderen Frau. Ich glaube, diese Frau hat der Angeklagte unmittelbar vor Doreen Winkler getötet. Er hatte vermutlich nicht sehr viel Zeit beim Entsorgen der Leiche, weil er da entdeckt wurde von Doreen Winkler. Und deswegen ist er dann zu dem Haus der Winklers und hat Doreen mit denselben Handschuhen, mit denen er sein erstes Opfer getötet hat, ebenfalls erwürgt. Und so kommt es, dass das Blut des ersten Opfers an den Hals des zweiten gelangt ist. Jetzt wären es also mit dem angeblichen der Nacht zuvor erschlagenen Opfer bereits drei Morde. Sie können jetzt sehen, Herr Kollege. Hören Sie doch mit Ihren albernen Horrorgeschichten auf, ja? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die fremden Blutspuren von der Mörderin von Doreen Winkler stammen könnten? Vivian, Sie sollen in der Tat Nacht, muss ich mal suchen, noch eine wichtige Beobachtung am Küchenfenster gemacht haben, kurz nachdem Sie da Ihre Schwester aufgefunden haben. Ja, als meine Mutter völlig aufgelöst die Polizei gerufen hat, stand ich wie betäubt am Fenster und habe ich gesehen, dass sich draußen was bewegt. Das war ein Auto, was irgendwie ganz langsam in unserem Haus vorbeigefahren ist und auch kein Licht an hatte. Sie sagen ein Auto. Können Sie irgendwas zur Farbe, ja, Marke oder Typ sagen?
Das war ein silberner Kombi. Genau so ein, wie Norm an ihn fährt. Na hör mal, Kleines. Ich bin doch nicht der Einzige, der diesen Typ Wagen, so einen Wagen fährt. Naja, silberner Kombi ist durchaus eines der häufigsten Fahrzeuge, würde ich mal sagen. Am Unterboden Ihres Wagens sind Moorspuren gefunden worden, Herr Baum. Ich gehe mal davon aus, dass Sie unmittelbar nach der Tötung von Doreen Winkler erst einmal schnurstracks zum nahegelegenen Moor gefahren sind, um da Ihre erste Leiche zu entsorgen. Als wenn das so gewesen wäre, Frau Staatsanwältin, dann hätte man doch im Auto meines Mandanten auch Spuren finden müssen. Es gab aber nachweislich keine. Ja, weil Ihr Mandant alles minutiös geplant hat. Plane im Kofferraum und so weiter, ja. Aber an die Moorspuren am Unterboden seines Wagens hat er dummerweise nicht gedacht. Ich gehe ab und an in der Nähe dieses Moores einfach spazieren. Ja, deshalb sind die Spuren, diese Dreckspritzer an meinem Wagen. Ja, das ist der einzige Grund. Ja, und eine andere Frage, ich meine, also wenn ich schon angeblich zwei oder auch drei Menschen umgebracht haben soll, ja, dann warum soll ich dann nur eine einzige Leiche entsorgen? Das macht doch keinen Sinn. Tja, den Grund dafür, Herr Baum, kennen wohl nur Sie. Weitere Fragen? Keine Fragen, danke. Dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Bela Tamari, bitte. Herr Tamari, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Sie können auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Bela Tamari. Das ist richtig. Sie sind 23 Jahre alt, wohnen in Pfulheim. Sie sind ledig, Student der Medizin, nicht verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten. Wir sind heute hier, weil der Angeklagte die 21-jährige Doreen Winkler in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2010 bei ihr zu Hause erwürgt haben soll. Die Gründe dafür sind bis heute ungeklärt. Na, vielleicht kann ich Ihnen Grund dafür geben. Gut, dazu kommen wir dann noch. Zunächst einmal zu Ihnen. Die Staatsanwaltschaft ist erst auf Sie aufmerksam geworden, als sie mal ein bisschen so im sozialen Umfeld von Doreen Winkler ermittelt hat. Sie sind offensichtlich der Freund gewesen von Doreen Winkler. Die beste Freundin von Doreen Winkler hat der Staatsanwaltschaft das erzählt. Scheinbar hat die Doreen niemand außer ihrer besten Freundin überhaupt erzählt, dass sie mit ihnen zusammen war. Das wird wohl seine Gründe gehabt haben. Ich meine, sowas erzählt man ja nicht automatisch sofort jemandem. Wir waren erst relativ kurze Zeit zusammen. Wie lange waren Sie denn zusammen? Eine Woche erst. Na, Tamara, ich würde jetzt ganz gern darauf zu sprechen kommen, dass die Doreen kurz vor ihrem Tod Ihnen eine Beobachtung anvertraut haben soll. Ja, das war echt eine verdammt merkwürdige Geschichte. Also, sie hat mir davon erzählt, als wir uns fürs Kino verabredet haben. An welchem Tag waren das? Das war am 1. Juli, also den Tag vor ihrem Tod. Aha. Sie hat gesagt, dass sie ihren Nachbarn Norman gesehen hat, wie er mit einem langen Gegenstand auf jemanden eingeschlagen hat. Hat sie denn auch irgendeinen Verdacht geäußert, wer diese Person gewesen sein könnte, auf die da vermeintlich eingeschlagen wurde? Ja, Doreen ist davon ausgegangen, dass es Frau Baum ist. Was aber nicht sein kann, weil Frau Baum zu der Zeit Nachtschicht hatte und außerdem heute noch quietschfidel ist. Ja, wer auch immer das jetzt wirklich war. Doreen meinte jedenfalls, dass sie auf jeden Fall zwei Leute eng umschlungen gesehen hat, die sich geküsst haben. Die Sache hat Doreen echt beschäftigt und ich mache mir heute solche Vorwürfe deswegen. Das ist ja eine tolle Show, die du hier abziehst, mein Junge. Ist ja klasse. Was wollen Sie denn jetzt großartig, überhaupt? Großartig, was das du hier spielst. Es ist doch aktenkundig, dass die Spurensicherung in dem Wohnzimmer meines Mandanten einen Golfsimulator gefunden hat. Das heißt, es gibt eine ganz einfache Erklärung für das, was Doreen Winkler da an diesem 1. Juli damals beobachtet hat. Der Herr Baum, der hat einen Golfschlag simuliert und sie hat das dann leider völlig anders, total falsch interpretiert. Also, tut mir leid, aber diese fadenscheinige Geschichte glauben Sie auch selber nicht, oder? Also Sie bleiben auch dabei, dass diese beiden Personen zunächst eng umschlungen, getanzt oder sich geküsst haben? Laut Doreen haben sie sich geküsst, ja. Ja, und Doreen hat ja eindeutig von zwei Personen gesprochen. Das heißt, dass diese Golfgeschichte überhaupt nicht hinhauen kann. Ja, was weiß ich denn, was Doreen da fantasiert hat? Kommen wir mal auf die Wunde des Opfers zu sprechen. Die Doreen Winkler. Die hatte neben den Würgemalen eine Bisswunde am Hals. Das sieht man ja auch an den Tatortfotos hier. Und neben den Bisshämatomen hatte das Opfer 2-3 mm tiefe Bisswunden. Das Ganze, das erinnert doch sehr irgendwie an einen Biss von einem Vampir. Jedenfalls so, wie man sich das aus Film und Fernsehen vorstellt, muss ich mal sagen. Herr Tamari, man kann das ja unschwer erkennen, dass Sie eher eigenartige Eckzähne haben, da haben sie sich irgendwas abschleifen oder drauf machen oder was auch immer lassen. Das war damals eine Wette, die ich gegen einen Kumpel verloren habe. Ich meine, wir sind halt Vampirfans und schauen uns gerne Horrorfilme, Vampirfilme, Dracula-Filme an.
Aber wir sind harmlos. Nun wurde die Bisswunde am Hals von Doreen Winkler sorgfältig untersucht und es wurde nachgewiesen, dass diese Bisswunde zu ihrem Zahnprofil passt. Ja, das lässt sich auch irgendwie erklären. Wir haben halt an diesem Abend, ich meine, ich weiß zwar nicht, was es hier irgendjemand angehen sollte. Hallo? Aber hier geht's um einen gewaltsamen Tod von Frau Winkler. Ich habe ja auch überhaupt nichts zu verbergen. Jedenfalls haben wir an diesem Abend, als wir im Kino waren, danach noch ziemlich heftig rumgeknutscht. Und ich meine, das hat Doreen gefallen und rumknutschen? Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Anders in Erinnerung. Sie mal, diese Male da am Hals von Doreen Winkler, die stammen doch nicht vom Spaß machen oder wilden Rumknutschen, wie Sie das ausdrücken. Schauen Sie sich das mal bitte schön an. Diese Wunden hier, die deuten doch ganz eindeutig darauf hin, dass das arme Mädchen ganz übel malträtiert worden ist. Und zwar von Ihnen. Schauen Sie mal hier, die Einstichwunden Ihrer Eckzähne. Und nicht nur das, man sieht sogar auch noch ganz deutlich die Abdrücke Ihrer übrigen Zähne. Was heißt hier malträtiert und so? Das, ich habe doch gesagt, dass es ziemlich heftig war. Heftig, ne? Heftig. Ja. Spaß machen. Rumknutschen. Das war kein Rumknutschen. Sie wollten viel mehr. Aber Doreen, die wollte nicht. Und deshalb haben Sie sie erwürgt. Das ist die Wahrheit und die sollten Sie endlich zugeben. Das ist Blödsinn. Naja, ich meine, das war wahrscheinlich so eine Art Satanistenmord, ja? Ich meine, vielleicht ist der Kerl ja auch gar nicht in Doreen verliebt gewesen. Ja, das weiß man ja gar nicht, was das Mädel da alles zu erleiden hatte, ja? Was soll denn die Scheiße? Ich bin doch nicht irgendein kranker Satanist, der irgendwelche abartigen Sachen mit Frauen macht. Na, ich spiel doch nicht den Unschuldigen hier, ja? Ich meine, du hast doch Doreen am 2. Juli abends unter einem Vorwand aus der Familienfeier gelockt, um mit Doreen allein zu sein. Ja, deswegen hat Doreen ja auch vorgegeben, Kopfweh zu haben. Ja? Ja, so sieht's doch aus. Und dann haben sie um Mitternacht getötet. Ja, natürlich. Ich schlaf auch in Särgen und flieg nachts als Fledermaus durch die Gegend. Hört mich nicht wundern. Und lauer irgendwelchen Jungfrauen auf, deren Blut ich dann aussaugen kann oder was. Also das bitte, ist doch bescheuert. Tamari, das ist alles nicht lustig hier. Tut mir leid, aber diese Vorurteile. Und wo waren Sie in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli? Ich habe mit ein paar Freunden DVDs geguckt. Noch weitere Fragen? Keine Fragen mehr, danke. Ja, dann sind Sie fertig. Sie bleiben unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Annette Baum, die Ehefrau des Angeklagten, bitte.